Im Bushido-Arafat-Prozess gibt es Neuigkeiten und diese sorgen für einen wahren Sturm an Schlagzeilen, die ganz schön ordentlich klingen. Bushido-Prozess, überraschend hartes Urteil gegen Clan-Chef. 2,2 Millionen Euro Entschädigung. Rapper Bushido gewinnt Prozess gegen Clan-Chef Abu Chaka. Arafat ACH muss Millionensumme an Bushido zahlen. Bushido-Prozess, Arafat Abu Chaka zu Millionen Rückzahlung verurteilt. Zunächst einmal, hierbei geht es nicht um den ja schon seit mehreren Jahren laufenden Strafprozess gegen unter anderem Arafat, wo Bushido ja angebliches Opfer und Nebenkläger ist und wo man bald die Marke von 100 Prozesstagen knacken wird. Der Prozess läuft erstmal munter weiter. Bei der Sache hier geht es um einen Zivilprozess, also nichts mit Strafe, hier geht es nur ums Geld. Dafür aber um ordentlich Geld. Apropos Geld. 10. Apropos 10, mit dem Code RAP10 gibt's bei SEKTPLUS 10% und damit sind dann auch einhändige Klimmzüge gar kein Problem mehr. Diesen Zivilprozess, um den es jetzt geht, hatte laut Medienberichten Arafat schon im August 2020 gestartet, indem er Bushido verklagte, weil er aufgrund von gestellten Rechnungen Anteile an Bushidos Einnahmen verlangte. Arafat habe sich hierbei nach Angaben von Bushidos Anwalt auf einen Managementvertrag berufen. Bushido wiederum erhob dann sogenannte Wiederklage, verklagte dann also seinerseits Arafat einmal darauf, dass er die geforderten Beträge nicht zahlen müsse und dass Arafat in der Vergangenheit bezahltes Geld an Bushido zurückzahlen müsse. Wahrscheinlich war ja die Argumentation von seitens Bushido, dass dieser Managementvertrag, auf den sich ja berufen wurde, nichtig sei, weshalb auch immer, und deshalb eben auch bereits wegen dem Managementvertrag an Arafat gezahlte Beträge eigentlich zu Unrecht gezahlt worden sein sollen. So viel zum Vorgeplänkel. Das Landgericht Berlin erließ dann jetzt tatsächlich ein Urteil und gab Bushido recht. Hiernach müsste Arafat dann 2.205.658,87 € plus Zinsen an Bushido zahlen. Allerdings ist das nicht ein normales Urteil gewesen, sondern ein sogenanntes Versäumnisurteil. Das ist dann der Fall, wenn einer der beiden Prozessparteien einfach nicht vor Gericht erscheint oder sich nicht einlässt. Da wird dann halt einfach dem anderen, der erschienen ist oder sich eingelassen hat, Recht gegeben, sofern das, was er vorträgt, jetzt nicht völlig abwegig ist. In diesem Fall hier waren zwar sowohl Arafat als auch Bushido erschienen, Bushido also extra aus Dubai angereist, Arafat aber hatte sich eben nicht eingelassen, also nicht zur Sache geäußert, keinen Antrag gestellt, irgendwie sowas. Laut Tagesspiegel möglicherweise ein taktischer Zug, um etwas Zeit zu gewinnen. Deswegen hat das Gericht dann jetzt also einfach das, was Bushido vorbringt, als die Wahrheit anerkannt und erstmal so entschieden, wie Bushido das wollte. Denn gegen das Säumnisurteil kann man innerhalb einer recht kurzen Frist wiederum Einspruch einlegen. Also, Arafat kann jetzt womöglich durch einen Einspruch das Verfahren dann doch weitergehen lassen und dieses Urteil jetzt verschwindet einfach. Außerdem hatte das Gericht ja eben auch nicht da jetzt alles kleinlich selbst geprüft und so weiter und ist dann zu dem Schluss gekommen, dass dieser Managementvertrag irgendwie nichtig wäre, sondern sie haben sich halt auf die Aussagen oder die Argumentation von Bushido gestützt, Säumnisurteil, und haben das halt quasi nicht selbst geprüft. Es ist alles in allem also irgendwie verworren. Abwarten. Wer kommt, der kommt. Wer nicht kommt, ist nicht gekommen.